4 Whiskys und 3 Nominierungen. Tachchen, Tachchen, der David, der Andi. Hi. Ja, die Challenge, die gerade durch Whisky-YouTube geistert, mit 4 Whiskys und 3 Nominierungen, hat uns nun auch erreicht. Danke an den Dirk von Expedition Whisky und an den Peter von Whisky Talk aus Peters Schrank. Bei denen haben wir es tatsächlich auch mitbekommen, dass sie nominiert sind von den beiden. Und haben dann jetzt endlich Zeit gefunden, uns auch mal zusammenzusetzen. Und ja, entsprechend gibt es auch von uns nicht 4-3, sondern 8-3, weil sich da natürlich jeder von uns was Eigenes zu gedacht hat. So ist oder es. Denkt. 4 Kategorien. Der Malthead hat es ins Leben gerufen. Die 4 Kategorien sind einmal der All-Day-Drum. Darunter verstehe ich persönlich einen Whisky, den ich immer mal wieder gerne trinke, über einen längeren Zeitraum, der mir immer Spaß macht, der im Optimalfall auch eigentlich immer problemlos verfügbar sein sollte und auch irgendwie das Portemonnaie nicht allzu sehr belastet. Die zweite Kategorie wäre ein Whisky, den man mitnimmt, wenn man so auf dem letzten Drücker irgendwo auf eine Party eingeladen ist und dann auch versucht, schnell mal in den Supermarkt zu stürmen und einen Whisky aus dem Regal zu ziehen. Die dritte Kategorie, ziemlich spannend, ist quasi so ein Neugierigmacher für diejenigen, die noch nicht so viel Whisky-Erfahrung haben, vielleicht bisher auch nicht die besten Erfahrungen gemacht haben, jedenfalls noch nicht so im Thema drin sind, die man aber davon überzeugen will, dass Whisky eine total geile Angelegenheit ist. Und die vierte und letzte Kategorie ist ein Whisky für jemanden, der schon seit langer Zeit total tief in der Materie steckt, schon ganz viel kennengelernt hat und den man trotzdem noch überraschen möchte und zeigen will, dass er vielleicht noch nicht alles kennt. Jo. So ist es. Genau. So haben wir das interpretiert. Jeder interpretiert das ja so ein kleines bisschen anders. Und wir haben uns auch gesagt, wir sprechen uns nicht ab. Das heißt, im Worst Case sind es doch nur 4 Whiskys und 3 Nominierungen. Schauen wir mal, denn wir sammeln die jetzt mal zusammen. Fängst du an? Geht los. So. Tata. Gut. Da sind wir wieder. Alles gefunden? Ist gar nicht so einfach und ich habe in einer Kategorie habe ich hier 2 stehen und ich glaube, das werde ich relativ spontan dann entscheiden, wenn die Kategorie drankommt. Das ist zum Glück die letzte. Ich habe tatsächlich jetzt in jeder Kategorie hier mir gerade 3 Flaschen hingestellt, aber jeweils mit einem klaren Favoriten. Ja. Aber so ein bisschen Spontanität gehört dazu. Es gibt einfach so viele Sachen, die erfahren. Es ist echt nicht einfach. Ne? Also es ist wirklich so, was setzt man dann doch nochmal für sich so für einen Anspruch oder für einen Maßstab an die Kategorie? Wie interpretiert man es dann doch nochmal selber so ein bisschen spezieller? Naja, egal. Lange Rede, kurzer Sinn. Wir schwafeln eh immer so viel. Das muss jetzt hier nicht sein. Dann schieß mal los. Fange ich an? Mach mal. Gut, das heißt, All Day Dram, haben wir gesagt, machen wir als erstes. Sprich, der Whisky, der immer gut verfügbar ist, den man sich gerne mal einschenkt, der halbwegs bezahlbar ist. Und das ist bei mir, ja, also eigentlich war es völlig klar. Ich habe es dem Peter auch bei sich schon runter kommentiert. Es wird sich sehr, sehr wahrscheinlich was doppeln, weil auch ich kann in der Kategorie nicht großartig was anderes nehmen, außer einen kleinen Nisch 14. Das geht tatsächlich nicht anders, hat der Peter nämlich auch genommen. Und ja, für mich ein toller Whisky liegt immer so zwischen 35, 40, 42 Euro in dem Dreh. Ist ein wunderschöner maritimer Whisky, schöne süßliche Noten drin, hat eine schöne Fruchtnote drin, hat 46%, das heißt, er hat auch ein bisschen Antritt, ist schön kräftig. Was mir bei dem so gut gefällt, ist, der ist auf irgendeine Art und Weise ist der sehr easy drinking. Das heißt, den kann man auch durchaus jemandem einschenken, der jetzt noch nicht so viel Erfahrung hat und Whisky mal kennenlernen will. Keine Sorge, er kommt nicht in die andere Kategorie auch noch rein. Und aber auch ein Whisky, wenn man sich mit dem ein bisschen Zeit lässt, sich zurücklehnt, den ein bisschen über den Gaumen rollen lässt, auch richtig schöne zusätzliche Aromen nochmal entwickeln kann. Also für mich einfach ein wunderschöner, schön bezahlbarer, komplexer Everyday Dram einfach. Kleinisch 14. Kann ich nur bestätigen. Überrascht dich wahrscheinlich nicht. Überrascht mich jetzt nicht so sonderlich. Ja. Habe ich ein bisschen mit gerechnet. Habe ich auch kurz Ich schenke mir mal ein Wässerchen ein, wenn du erzählst. Ne? Mach mal. Ich habe ähnlich tief in die Standardkiste gegriffen und einen Whisky rausgesucht, für den eigentlich
ja, eine ganz besondere Position immer so in meinem Whisky-Schrank reserviert ist, weil das ist so der erste rauchige Whisky, den ich kennengelernt habe und der mich da in die Geschichte so reinkatapultiert hat und den ich noch heute immer wieder gerne trinke. Du kannst gerne raten. Du wirst es sowieso rausfinden, weil du es weißt. Ja, es gibt jetzt gerade zwei Kandidaten. Okay. Ich überlege gerade, wie rauchig du wirst, aber ich sag mal Lagavulin 16. Nope. Okay, dann ist es gut. Ja. Ah, okay, nee, den hätte ich jetzt gar nicht gesagt. Gut. Nee? Zweiter Tipp wäre Talisker 10 gewesen. Talisker 10 habe ich tatsächlich hier auch noch daneben stehen und es schwankt immer so ein bisschen dann hin und her, aber es ist der Lafroig 10 Jahre. Mein erster rauchiger Whisky und ich glaube, weiß ich so, der dritte Whisky überhaupt. Und das ist schon lange her, dass ich den das erste Mal im Glas hatte und nicht lange her, dass ich ihn das letzte Mal jetzt im Glas hatte. Nämlich tatsächlich erst in unser Review, hier, als wir ein Video gemacht haben dazu. Und ich habe mir auch vorgenommen, dass der wieder ein Stückchen weiter nach vorne rutschen muss im Regal, weil der wirklich Spaß macht und zuverlässig ist, mit seinen 40% überhaupt nicht anstrengend ist, aber trotzdem eine ganze Menge zu bieten hat. Vor allen Dingen auch, wenn man ein bisschen den Preisbereich beachtet. Wir bewegen uns ja auch mal so um die 30, 35 Euro. Ganz faire Kiste, Eiler Fingerprint überhaupt so. Das ist für mich irgendwie Lafroig. Und ja, schätze ich sehr, diesen Whisky. Schön, ja. Ist ja auch was Feines. Dann switchen wir gleich zur nächsten Kategorie, oder? Genau, machst du weiter. Party hatten wir lange nicht mehr. Aber man kann sich noch erinnern, es ist halt immer echt so schwierig, ne? Wenn man dann so kurzfristig noch sich entscheidet, ja, okay, wir ziehen mal los, was bringen wir mit? Meisten Läden schon zu, geht man nochmal irgendwo an eine Tankstelle ran, da ist das Sortiment natürlich dann meist nicht ganz so dolle. Hier in Berlin ist nicht so schlimm, Supermärkte haben meist relativ lange offen und auch oft ein ganz gutes Sortiment. Aber auch in den Tankstellen gibt es ja immer wieder mal was Vernünftiges. Und meine Entscheidung fiel mal nicht auf den schottischen Whisky. Ich hab den gewachsenen Hals, den hast du gerade schon ins Bild geworfen. Habe ich schon ins Bild geworfen. Den ja. Hast du schon ins Bild geworfen. Meine Entscheidung. der klassische Makers Mark. Für mich irgendwie für um die 20 Euro einen Whisky, den du wirklich besten Gewissens auf jede Party mitnehmen kannst, wo es überhaupt kein Problem ist, wenn der vermixt wird, was sogar völlig in Ordnung ist, weil dann echt da leckere Sachen bei rauskommen können. Ich trinke sehr gerne mal einen Whisky Sour mit einem Maker's Mark drin und wenn man Bock hat, kannst du den auch gut mal pur trinken. Finde ich, ist eine sehr zuverlässige Kiste. Macht auch ein bisschen was her. Ich finde, der sieht schick aus, schmeckt gut, solide, preisgünstig und manchmal sogar in der Tanke zu haben. Oder? Ja. Also ich glaube nicht nur manchmal, ich glaube, den kannst du da häufig finden. Genau, mache ich weiter. War auch eine Überlegung tatsächlich, genau aus den von dir genannten Gründen. Ich bin dann trotzdem in Schottland geblieben. Ich glaube, ich bin ein paar Euro draufgegangen, aber auch nicht so wahnsinnig viel. Und habe halt dann auch überlegt, was nehme ich, was soll es sein? Es soll mir ja auch schmecken, also nicht, dass mir der Maker's Mark nicht auch schmecken würde, aber ich bin halt dann doch, wie gesagt, ich bin doch ein bisschen beim Schottischen geblieben. Und habe mich für den hier entschieden. Für einen Johnny Walker Green Label. Ja. Blended Malt. Oh, wieder Diageo. Mensch, die werden ja hier richtig gefeatured von mir, stelle ich gerade fest. Gleiche Konzern, der dahinter steckt. Ja, Blended Malt Whisky von Diageo. Kein Blended Whisky. Das heißt, wir haben hier keinen Grain-Einteil. Wir haben hier ausschließlich Malt Whiskys, die hier drin verwendet wurden. Und zwar genannt sind Talisker, Linkwood, Craigmore und Cool Isler. Das heißt, wir haben ja auch einen schönen maritimen Rauch drin in der Geschichte. Wir haben einen mindestens 15-jährigen Talisker hier drin. Garantiert auch was, was man nicht immer ganz leicht bekommt. Und der Special Release ist vor 2 Jahren, ne? War der auch 15? Ja. Und lecker. Ich überlege gerade, hat der 43, hat der 40? Das steht ja hier bestimmt irgendwo. Ich weiß es gerade gar nicht. Er hat auf jeden Fall. Kann das sein? Solange du suchst, gucke ich mal auf meine Flasche hier. Dass die Volumenprozentzahl hier nicht draufsteht.
Spannend. 43, schau mal. 43 hat er, genau. Ach ja, da steht's. Siehst du, ganz schlecht zu sehen, wenn man hier so dunkel hat. Ja, auf jeden Fall richtig schöner schottischer Whisky. Ich finde, der macht auch irgendwie alles, was man gerne hat. Er macht alles natürlich nicht überkomplex, aber ich finde, dass das einfach ein richtig, richtig schöner Whisky ist und immer ein schönes Beispiel für dafür, dass das Wort Blended einfach nichts Böses ist, schon gar nicht, wenn hinter Blended nochmal Malt steht. Von daher, absolut. Johnny Walker Green Label, ich denke mal immer noch so immer im Bereich so um die 30, maximal 35 Euro, schätze ich mal, ist der noch verfügbar. Super Ding. So. So, wie willst du mich denn jetzt überzeugen, wenn ich überhaupt gar keinen Zugang zu Whisky gefunden habe bisher? Also, ich habe da noch ein bisschen die Überlegung mit reingenommen. Man hat ja auch immer die Leute, die vielleicht schon mal probiert haben, Whisky zu trinken und sich von irgendwelchen Whisky-Freunden, Experten erstmal schön den Artback oder Lagavulin oder Laphroaig einschenken lassen, weil die das halt so gerne mögen. Und dann halt erstmal sofort abgeschreckt sind von dem, was sie da im Glas hatten. Und da dachte ich mir, ich gehe mal den entspannten Weg erstmal und versuche, den Whisky-Neuling oder auch Skeptiker mit Hilfe von irischem Whisky zu überzeugen. Mhm. Dachte mir, so eine Dreifachdestillation ist da nicht verkehrt. Single Pot Still sicherlich auch und habe mich für einen Redbreast 12 an der Stelle entschieden. Sherry-Fass drin, Bourbon-Fass drin, wie gesagt, dreimal destilliert, richtig schöner Whisky, das, was man unter einem irischen Whisky versteht, das, oder meistens einfach versteht, wenn man sie alle über einen Kamm scheren möchte. Entspannt, süßlich, floral, total easy drinking, ich glaube, der hat jetzt wirklich nur die 40%, genau, aber hat halt trotzdem einfach so richtig, richtig schöne, fruchtige, süßliche Aromen und ich glaube, das kann richtig gut funktionieren und jemanden, der bisher, wenn überhaupt, nur über so wirklich scharfe oder rauchige Sachen an Whisky rangekommen ist und oder eben nicht rangekommen ist, da dann nochmal zu zeigen, so geht's halt auch. Ja, der ist es geworden. Das ist gut. Bei mir ist in der Kategorie ein 15-jähriger Whisky ganz vorne gelandet. Aktuell zumindest. Ich glaube, das muss halt auch echt immer gesagt werden, so, das schwankt. Also bei mir zumindest, wenn wir das Gleiche nochmal in einer Woche drehen, wahrscheinlich wird sich da wieder einiges verändert haben. Aber momentan ist es dieser. Ein 15-Jähriger aus einer meiner generell liebsten Brennereien, Mortlach, bin ich großer Fan von. Mir war wichtig in der Kategorie, dass er auf der einen Seite nicht zu viele Prozente hat, dass man ihn halt relativ entspannt trinken kann, dass halt nicht eine zu brachiale Wucht an Aromen irgendwie auf einen zukommt, die einen vielleicht irgendwie auch erstmal zu sehr überwältigen könnte. Er soll verfügbar sein und nicht zu teuer. So, und ich sag mal, den kriegt man hier so, sag ich mal, Pi mal Daumen um die 70 Euro, was schon jetzt nicht so preisgünstig ist, aber auch irgendwie noch machbar. Und wenn ich jetzt einen Neuling davon ein Glas einschenke und der sagt, boah, das ist ja tatsächlich wirklich eine ziemlich coole Sache und schmeckt viel besser als der Bourbon, den ich neulich mal irgendwo in der Kneipe getrunken habe, dann muss er auch nicht gleich irgendwie so zusammenschrecken und sagen, werde ich mir nie leisten können, ist viel zu teuer. Also das ist immer noch irgendwie so halbwegs im Rahmen, finde ich. Und es hat ein 15-jähriger Sherry-Fass gelagerter Space Cider aus einer tollen Brennerei, der insgesamt eine ganze Menge Komplexität mitbringt, mit dem man sich lange aufhalten kann, aber auch nicht muss. Man kann ihn auch echt easy so sippen und Spaß dran haben. Und ich glaube, ich kann mir vorstellen, den einen oder anderen könnte man damit vielleicht überzeugen. Und der ist ja eigentlich auch relativ gut verfügbar, ne? Genau. Ja. Also die Distillery-Label-Kiste, die ist ja eigentlich auch relativ konstant eigentlich auf dem Markt. Mal so in Batches, ich weiß gar nicht, ob hier irgendwie sowas draufsteht mit dem Batch. Ja, hier steht irgendwie April 2019 drauf. Also ich glaube, diese Distillery-Labels von Gordon MacPhail kriegt man schon relativ zuverlässig und das schon seit einer ganzen Weile. Genau. Und dann kommen wir auch schon zur letzten Kategorie. Ich weiß immer noch nicht, welchen ich dann gleich nehme. Gut, dass du anfängst. Ja, ja. Ich schwanke hier auch gerade massiv. Aber ich glaube, ich werde einen Whisky nehmen, an den muss ich da oft dran denken, beziehungsweise der kommt mir oft in den Sinn, wenn mich mal jemand nach einer Empfehlung fragt, was wirklich Besonderes haben möchte. Und dann empfehle ich den trotzdem immer nicht,
weil es halt ein Single Cask ist und der halt nicht mehr verfügbar ist. Das ist halt immer so der Mist. Aber wenn es jetzt darum geht, wirklich so einen alten Whisky-Hasen-Häsin davon zu überzeugen, dass es halt noch was gibt, was sie vielleicht noch nicht kennen und was ganz geil ist und vielleicht noch so ein bisschen überraschend ist, komme ich jetzt heute an dem nicht dran vorbei. Ich packe mal schon mal aus, ist hier noch so in so einer Kiste drin. Dann landen alterstechnisch hast du relativ tief gestapelt, aber ich weiß natürlich, was es ist, ja. Dann landen wir in Indien. Und zwar mit einem nur fünfjährigen Whisky. Der kann quasi gleich auf ganz vielen Ebenen überraschen. Also fünfjähriger Whisky, der total geil sein kann. Whisky, der weder aus Schottland noch aus Irland noch aus Amerika kommt und trotzdem mega geil sein kann. Von einem tollen, unabhängigen Abfüller. Und in dem Fall einfach ein grandioses Fassen Ex-Bourbon Barrel, was die hier ausgesucht haben. Das ist einer der besten Whiskys, glaube ich, die ich so in den letzten ein, zwei Jahren probiert habe. Ganz toll. Rauchiger Paul John. Also wenn ihr den irgendwo mal zu greifen bekommt, probiert ihn. Macht echt mega viel Spaß. Und ich glaube, damit kann man auch noch den einen oder anderen überraschen. Der war schon echt, wirklich auch richtig gut, ja. Ja. Schönes Ding, verstehe ich. Ja. Unabhängiger Abfüller, Single Cask, also das ist ja auch am Ende, da läuft es bei mir auch drauf hinaus jetzt in der Kategorie. Nicht ganz preisgünstig auch, ne? Also das kommt halt mit dazu für einen fünfjährigen Whisky. Ich weiß es schon gar nicht mehr ganz genau, was halt. Also ich habe 149 Pfund im Kopf. 50 Pfund? Pfund, aber meine ich im Kopf, ja. Fünfjähriger Whisky, ne? Aber ey, wenn ihr den probiert habt, dann. Ich habe ihn ja auch schon. Der lohnt. Der ist echt schön, ja. Fand ich auch. Mega Teil. Ja, dann fertig? Ja. Gut, ich bleib. Ach nee, ich wollte gerade sagen, ich bleibe klassisch in Schottland. Tue ich gar nicht um. Ah, nee, ich bleibe nicht in Schottland. Du bleibst nicht in Schottland? Nee. Auch bei mir unabhängige Abfüller, auch ein Single Cask. Und ich habe mich hierfür entschieden. Mit der Schaf, warte mal. Siehst du schon, was es ist? Ja, ne? Ja, natürlich. Ja. Cartonhead, Schottlands ältester unabhängiger Abfüller. Hat 2017 175-jähriges Jubiläum gehabt und hat da für seine Shops und hat da jeden Shop aus mehreren Blind Samples einen favorisierten Whisky aussuchen lassen. Und das ist der für den Cartonhead Shop in Campbelltown selber geworden. Also sprich in der Homebase, wo auch Cartonhead selber mittlerweile ihren Sitz haben. Und das Lustige ist, dass sich der Cartonhead Shop in der Nähe der Homebase in einem Blind Tasting für einen irischen Whisky entschieden hat. Und zwar für einen 25-jährigen rauchigen Cooley Whisky. Cooley ist die Brennerei, die John Teeling damals ins Leben gerufen hat, aus der unter anderem auch der Connemara eben kommt. Und ja, das ist ja der eine rauchige Whisky, der so ganz lange nur auf dem Markt war. Mittlerweile gibt es da natürlich ganz viele, die da nachziehen. Und ja, das ist, wie gesagt, ein rauchiger Cooley. Das war so das, warum ich auch gesagt habe, ich nehme jetzt einen irischen Whisky einfach mal rein in diese Whisky-Experten-Nerd-Kategorie, der aber einfach so dicht auch an einem schottischen Whisky dran ist, durch diese schönen Rauchnoten, die der hat. Auch nur zweifach destilliert, untypisch für einen Iren, typisch wiederum für Schotten und aber eben auch für Cooley. Und das war ein Whisky, der mich in diesem Tasting damals so richtig überzeugt hat. War auch, ich weiß gar nicht, wo der preislich nachher rauskam. Ich glaube, fast ähnlich wie der Paul John. Ich glaube, der lag damals bei 150 € oder so in dem Dreh. Bourbon Barrel, richtig schöne Cremigkeit, die da reinkommt. Der Rauch, ob des Alters, jetzt auch nicht so super intensiv, aber halt auch definitiv da. Und dann, wie gesagt, so eine schokoladige Cremigkeit, schöne fruchtige Noten drin. Bisschen Banane, bisschen Birne. Ich fand den sensationell gut. Und das wäre so mein Ding, wo ich sage, hey, du hast schon mal alles probiert. Probier doch mal hier einen unabhängig abgefüllten 25-jährigen irischen Whisky, der dann auch noch schöne Rauchnoten hat. Ich glaube, der wird dir dann auch als Whisky-Experte, der bisher nur in Schottland unterwegs war, gut gefallen. Ja, da gehe ich schwer von aus. Ich kann mich auch gut daran erinnern. Tolles Ding. 25-jähriger Cooley, abgefüllt von Cartonhead 2017 und gebrannt 92. Und 186 Flaschen. Siehst du, zwei Barrels zum Schluss. Haben wir es. Ja. Das kriege ich ja ganz schön Appetit hier gerade.
Und jetzt müssen wir noch nominieren. Richtig. Da haben wir uns natürlich vorher schon gemeinsam Gedanken gemacht. Ja, ja, sind ja auch schon viele Videos draußen in der Richtung. Das heißt, wir wissen jetzt nicht, ob wir Leute doppelt nominieren, aber wir haben zumindest versucht, darauf zu achten, je nachdem, wann das Video jetzt gleich rauskommt, Leute zu nominieren, die noch nicht nominiert waren. Und ja, ich fange einfach mal an. Wir haben uns überlegt, wir würden sehr, sehr gerne diese Challenge mal mit irischem Whisky komplett bestückt sehen. Ich war ja da gar nicht auch schon recht gut dabei mit 2 von 4. Aber da haben wir gesagt, dann doch gerne mal die Mareike von irishwhiskies.de. Ich weiß gar nicht, ob sie auch so Videos dreht oder in erster Linie nur streamt, aber auf jeden Fall hat sie einen Kanal und macht Videos. Und ich würde doch sehr gerne mal diese 4 Kategorien mit irischem Whisky bestückt sehen. Von daher würde ich mich freuen, Mareike, würden wir uns freuen, wenn du da mal was zu machst. Das wäre wirklich ziemlich spannend und schön. Vielleicht klappt es ja. Gucken wir mal, sind wir gespannt. Genau. Zweite Nominierung ist, glaube ich, auch auf YouTube jetzt gar nicht so wahnsinnig aktiv, aber auf Facebook, auf dem Blog und Instagram-Kanal ist er dafür umso aktiver. Und er hat auch einen YouTube-Kanal. Ist, glaube ich, bisher erst ein Video drauf. Vielleicht kommt ja jetzt eins dazu. Die Rede ist vom lieben Tim von Whiskey Heroes. Und du bist jetzt nominiert. Mach mal. Genau. Eine Kamera hast du, weil auf Facebook bist du ja irgendwie wöchentlich mit dem Video am Start. Von daher, die Ausrede gibt es nicht. Richtig. Auch deine Meinung würde uns interessieren. Und als drittes haben wir gesagt, bleiben wir mal lokal. Da bleiben wir mal in Berlin und haben uns für die Taster entschieden. Wenn von euch oder von dir, ich glaube, in letzter Zeit macht der Thorsten da relativ viel alleine. Auf jeden Fall würden wir uns freuen, wenn da was kommt. Und das wären sie dann. Ne? Schaut auf jeden Fall mal auf diese 3 Kanäle oder Seiten im Fall von den Whisky-Helden. Hauen wir euch auch alles unten in die Beschreibung mal rein. Und ja, Mareike, Tim, Thorsten, wir würden uns freuen, von euch hier sowas zu sehen. Ja, und dann waren es unsere 8 Whiskys und unsere 3 Nominierungen. Stimmt, es hat sich nichts gedoppelt. Ja. Wahrscheinlich in unserer erweiterten Auswahl dann doch schon so einiges, aber wir haben es ganz gut hingekriegt. Ja, also ich kann mir gut vorstellen, dass du beim Everyday Dram auch einen Springbank 10 irgendwie mal überlegt hattest. Natürlich. Ja. Den Talisker habe ich ja auch noch hier stehen und ich habe auch noch einen Kilcarran 12 hier stehen. So, ja. Das ist. Hat auf jeden Fall Spaß gemacht. Danke nochmal für die Nominierungen und danke nochmal auch an den guten Malthead, der das unserer Meinung nach so ein bisschen initiiert hat. Und deswegen schöne Idee gewesen. Hat Spaß gemacht. Vielen Dank fürs Zuschauen. Macht's gut. Bis bald. Ciao. Tschüss.